Herzlich willkommen zur Session Was heißt digitalen Wandel gestalten? Das Forum Digitalisierung und Engagement des BBE mit Serge Embacher und Theresa Steiger aus dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Mein Name ist Michael von Winning und ich arbeite in der Robert-Bosch-Stiftung. Full Disclosure hier an der Stelle, die Robert-Bosch-Stiftung fördert das Projekt des BBEs, also erwartet von mir jetzt keine allzu kritischen Fragen an unsere Referentin oder unseren Referenten. Dafür seid ihr sozusagen selber zuständig. Jetzt mal im Ernst, danke, dass ihr seitens des BBEs dieses Forum macht und dass ihr jetzt mit uns über die Ziele des digitalen Wandels diskutiert. Also nicht mehr nur über das, wie etwas erreicht werden kann, sondern vor allem auch über das, was eigentlich erreicht werden sollte. Wer Fragen oder eine eigene Meinung hat, darf und soll die jederzeit hier im Chat posten. Ich speise die dann hier in die Zoom-Konferenz ein. Kann da zu einer kleinen Verzögerung kommen. Das kennt ihr vielleicht von den anderen Sessions jetzt schon. Genau, genug der Vorrede von meiner Seite aus. Bühne frei für das Forum Digitalisierung und Engagement, lieber Serge und liebe Theresa. Ja, herzlichen Dank, lieber Michael. Hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir heute unser Projekt hier vorstellen können. Ich stelle mich zunächst nur vor. Mein Name ist Serge Embacher und ich arbeite in der Geschäftsstelle des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement in Berlin. Das ist ja auch eigentlich schon recht bekannt. Deswegen werde ich jetzt nicht das ganze BBE nochmal vorstellen, sage ich gleich noch ganz kurz was dazu. Und bevor es richtig losgeht, wird meine Kollegin Theresa Steiger sich selber vorstellen und kurz den Ablauf präsentieren. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer Session. Ich bin Theresa Steiger und eine der Projektreferentinnen beim Forum Digitalisierung und Engagement und werde Ihnen jetzt, wenn Michael unsere Präsentation teilt, genau den Ablauf vorstellen. Wir haben einmal die Begrüßung, haben wir ja schon hinter uns gebracht. Dann folgt die Erläuterung des Projektrahmens durch Serge Embacher. Dann stelle ich kurz unsere Beteiligungsplattform vor. Und dann werden wir abwechselnd unsere Themen und Thesen vorstellen, also die Themen anhand der Thesen vorstellen. Und dann haben Sie Zeit für Fragen oder Anmerkungen über den Chat. Und dann haben wir noch als kleines interaktives Element eine virtuelle Jukebox eingerichtet, sozusagen auch über den Chat. Da können Sie dann Schlagworte reinwerfen, Thesen, die wir dann, mit denen wir dann umgehen müssen und auf die wir reagieren müssen. Genau, und dann sind wir schon auch an dem Abschluss unserer Session angelangt. Dann gebe ich jetzt das Wort weiter an Serge Embacher. Vielen Dank, liebe Theresa. Ich wollte nur ganz kurz den Rahmen skizzieren, sodass alle wissen ungefähr, wo wir uns jetzt hier überhaupt bewegen. Also das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement ist der Projektträger, ist ja ein Projekt, das wird gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und vom Bundesministerium des Inneren. Und das Bundesnetzwerk ist ja ein Zusammenschluss aus knapp 300 Organisationen und wir veranstalten gelegentlich größere Diskussionen über größere engagementpolitische Zusammenhänge. Und so ist auch irgendwann die Idee entstanden, dass man das Thema digitaler Wandel und Zivilgesellschaft mal etwas aus seiner pragmatischen Alltagsrelevanz herauslösen könnte, um etwas grundsätzlicher zu diskutieren, wie eigentlich gemeinnützige Organisationen und die aktive Bürgergesellschaft sich zum digitalen Wandel stellen. Und wie gesagt, wir bewegen uns nicht auf der Ebene der Pragmatik und der Tools und was man wie macht, sondern es geht eher darum, kann die Bürgergesellschaft ein souveränes Verhältnis zum digitalen Wandel gewinnen, also nicht immer nur mitmachen, sondern auch selber Positionen beziehen. Und das Zweite ist, können diese Positionen formuliert werden zu Handlungsempfehlungen und Forderungen an die Politik, die wir dann entsprechend adressieren können. Und das ist so der Hintergrund des Projekts. Also die Idee ist, die Bürgergesellschaft mehr auf Augenhöhe mit Politik und Wirtschaft zu bringen, wenn es um den digitalen Wandel geht. Denn unsere Erfahrung im politischen Berlin ist, dass eigentlich in den entscheidenden Diskussionen und Gremien, wo es um den digitalen Wandel geht oder Digitalstrategien, die Zivilgesellschaft da kaum vorkommt. Und nun ist das Thema digitaler Wandel ja durch die Corona-Krise sozusagen von 0 auf 1 geschossen in den Charts. Und wir müssen nicht mehr erklären, warum wir überhaupt das Thema behandeln. Aber wir müssen ein bisschen erläutern, warum wir eher grundsätzlich darüber diskutieren und nicht so sehr auf der praktischen Ebene.
Das Projekt läuft dieses Jahr und noch bis Ende nächsten Jahres, ist also recht kompakt. Und es ist eine Diskussion, die ergebnisoffen und beteiligungsoffen ist. Und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Leute sich daran beteiligen. Also ein zentrales Element unseres Projekts ist eine Online-Beteiligungsplattform, die wird Theresa gleich noch vorstellen. Grundsätzlich ist das Projekt so aufgebaut, wir haben jetzt im Juni eine virtuelle Auftaktkonferenz vom 15. bis 19. Juni, das nennen wir nachher nochmal kurz. Dann gibt es eine Reihe von zweitägigen Dialogforen zu speziellen Themen, die kommen gleich noch, die Themen. Und zum Schluss eine größere Abschlusskonferenz, wo wir Entscheidungsträger aus Politik und Gesellschaft mit unseren Forderungen und Handlungsempfehlungen konfrontieren wollen und schauen, was wir davon dann später tatsächlich in den politischen Diskurs einspeisen können. Also es ist sozusagen ein Diskussionsprojekt, hört sich erstmal sehr abstrakt an, hat aber im BBE Tradition und führt oft zu sehr handfesten Auseinandersetzungen und tatsächlich ist eine ziemlich gute Art und Weise, zu Positionsbestimmungen zu kommen. Und da im BBE alle großen Dachverbände des bürgerschaftlichen Engagements, mehr oder weniger alle, versammelt sind und wir eine zentrale Wissens- und Engagementplattform darstellen, sind wir auch guter Dinge, dass da gute Ergebnisse bei rauskommen. Das ist vielleicht der Rahmen. Und wie gesagt, ein oder das Herzstück unseres Projekts ist die Online-Beteiligungsplattform, die auch schon live geschaltet ist seit einigen Wochen. Und die wird Theresa euch jetzt vorstellen. Genau, vielen Dank, Serge. Ich komme jetzt zu unserer Beteiligungsplattform und werde die Bedeutung und die Ziele der Online-Beteiligung vorstellen. Und unser Portal erreicht Sie unter forum-digitalisierung.de. Und das Ziel dieser Online-Beteiligung ist eben, dass man im Vorfeld der geplanten analogen Veranstaltungen, momentan noch analog geplanten Veranstaltungen, steht eben den Akteuren des bürgerschaftlichen Engagements diese Online-Partizipationsplattform zur Verfügung. Und damit wollen wir den gegenseitigen Austausch und die Debatte und eben so einen übergreifenden Diskurs fördern. Und uns ist es wichtig, dass das Projekt allgemein sehr partizipativ gestaltet wird und deswegen kann man zum Beispiel auf unserer Plattform zentrale Thesen zum digitalen Wandel und die Auswirkungen auf das bürgerschaftliche Engagement diskutieren. Und so bietet eben die Plattform die Möglichkeit, sich in einem strategischen Diskussionsprozess auszutauschen, zu debattieren und selber auch neue Impulse zu setzen, ohne bei den analogen Veranstaltungen dabei sein zu müssen. Und ebenso dient eben auch die inhaltliche Vorbereitung, die Plattform auch der inhaltlichen Vorbereitung der Dialogforen. Und diese Verschränkung zwischen Online- und Offline-Formaten ist integraler Bestandteil unseres Projektes. Und ein weiteres Ziel der Beteiligung ist die Vernetzung der Akteure im Engagementsektor, eben ganz im Sinne des BBEs. Und am Ende des gesamten Prozesses, eben durch den Mix aus Offline und Online, sollen dann Handlungsempfehlungen an die Politik, aber auch an das Engagement selber gerichtet werden. Und dadurch können Sie eben teilhaben auf unserer Beteiligungsplattform. Und dann sieht man auf der nächsten Folie, wie man sich beteiligen kann. Es gibt verschiedene Beteiligungsmodule und die sind in sogenannten Dialogräumen organisiert, die zum einen aus unseren Themenschwerpunkten bestehen. Es gibt aber auch einen Corona-Raum oder einen Raum zum Auftakt. Und in diesen Räumen gibt es eben Beteiligungsmodule. Zum einen das Ideenmanagement, das ist ein offenes Brainstorming-Tool, also wie eine Pinnwand, wo man einfach Beiträge sammeln kann. Und dann daneben gibt es noch das Beteiligungsmodul, das sehen Sie auf dem Bild in der Mitte, die der Thesendiskussion. Und im Gegensatz zu dem Ideenmanagement ist die Thesendiskussion schon mit Beiträgen von uns gefüllt, die man dann als NutzerIn bewerten und kommentieren kann. Und diese Thesen sollen aber nicht nur von uns gefüllt werden, sondern sollen dann auch aus den Ideen, die Sie im Ideenmanagement beigetragen haben, die können dann in Thesen überführt werden, die Sie dann wiederum diskutieren und kommentieren können. Und so ist eben in der Thesendiskussion eine themengeleitete Diskussion möglich, im Gegensatz zu dem eher offenen Ideenmanagement.
Ja, warum machen wir das? Wir erhoffen uns viele Hinweise, Anregungen und Ideen aus der Praxis zu den verschiedenen Themenschwerpunkten, die wir jetzt gleich noch vorstellen werden, eben rund um die Digitalisierung und das bürgerschaftliche Engagement. Und die Ergebnisse der Dialogräume, also der Dialoge, werden dann aufbereitet und auf der Abschlusskonferenz vorgestellt. Und auch ganz im Sinne der Transparenz werden wir die auch während und vor allem am Ende des Forumsprozesses eben auf der Beteiligungsplattform veröffentlichen. Also jetzt fragen Sie sich hoffentlich, wie mache ich da mit? Dann können Sie einfach auf www.forum-digitalisierung.de gehen, sich registrieren. Dabei muss man auch immer den Spam-Ordner checken, weil sich da manchmal eine Mail drin verirrt. Und dann können Sie loslegen mit Ihren Ideen im Ideenmanagement und Ihre eigenen Positionen formulieren und eben in den Austausch treten mit anderen Engagierten. Dazu muss man sagen, man kann auch Beiträge veröffentlichen als Gast. Das heißt, man muss sich nicht registrieren, aber im Sinne der Transparenz und des gegenseitigen Miteinanders ist es eigentlich schön, wenn man auch Namen dazu hat. Genau, dann gebe ich weiter an Serge, der das erste Themenfeld vorstellt. Ja, vielen Dank. Um erstmal so einen Überblick zu gewinnen, also was haben wir gemacht am Anfang des Projekts? Wir haben zunächst gesagt, okay, wir wollen das nicht vorgeben. Also wir dominieren nicht die Diskussion, wir wollen auch nicht die Themen anderen aufdrücken, aber wir wollen auch nicht völlig Open Space mäßig ins Feld treten, weil dann die Diskussion doch in sehr unterschiedliche Richtungen verläuft. Also haben wir uns hingesetzt und erstmal einige Wochen und Monate, kann man sagen, den kompletten Diskurs durchforstet, also Publikationen, Homepages, Projekte, Organisationen, alle möglichen Dinge haben wir uns angeguckt im Feld des digitalen Wandels und haben dann zunächst vier Kernthemen herauskristallisiert, über die wir gern diskutieren würden, die aber eben auch noch verworfen werden können. Man muss halt mit irgendwas anfangen und die vier Thesen erstmal im Überblick und dann gehen wir die vier Themen im Überblick und dann gehen wir so beispielhaft mal in die Thesen rein, nur damit jeder sehen kann, wie man sich das vorstellen kann. Erstes Thema ist, sieht man jetzt hier gerade, ist digitale Kompetenz. Das berührt die Frage, was eigentlich Haupt- und Ehrenamtliche in gemeinnützigen Organisationen, also die einzelnen Personen, was die eigentlich alles wissen müssen oder welche Kompetenzen die haben müssen, um im digitalen Wandel nicht nur mithalten zu können, sondern um da eine eigene souveräne Position gewinnen zu können. Also ein gewisses Urteilsvermögen und dementsprechend gestaltungsmächtig werden. Das zweite Thema ist Organisationsentwicklung. Das wird gleich Theresa noch näher beschreiben. Da geht es um die Frage, wie eigentlich gemeinnützige Organisationen sich als solche zum digitalen Wandel verhalten sollen. Das dritte Thema berührt die auch wichtigen Unterthemen Datenschutz und Datensicherheit. Und schließlich wollen wir uns mit dem Thema Internet- und Demokratieentwicklung beschäftigen, was eben auch in unseren Augen sehr zentral mittlerweile geworden ist. Vielleicht kurzer Ausblick aufs erste Themenfeld. Digitale Kompetenz habe ich schon grob umrissen. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir den ganzen Stoff extrem verdichtet haben, also eigentlich fast schon über dem, was zulässig ist, reduziert in der Komplexität reduziert haben. Und dann haben wir so Thesen aufgestellt, zunächst mal drei Thesen zu jedem Feld. Ich stelle nur die erste vor, die lautet, der Bürgergesellschaft in Deutschland fehlt die digitale Denkweise oder das, was man so als Digital Mindset beschreibt. So, als wir das geschrieben haben, gab es noch kein Corona-Virus in der Welt und das hat sich natürlich insofern geändert, die Situation, dass jetzt alle sozusagen von null auf gleich in den digitalen Wandel gestürzt worden, egal wie sie sich da vorher zustanden. Aber das ändert eigentlich nichts daran, dass nach wie vor die Begeisterungsfähigkeit für den digitalen Wandel sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und vor allen Dingen die Kenntnisse, die ich haben muss, um da eine selbstbewusste Position zu erlangen, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und wir haben das mal so formuliert: Ein Mensch mit einem digitalen Mindset ist mündig und befähigt einzuschätzen, welches technische Know-how für seine Arbeit notwendig ist und welche Tiefe seine Kenntnisse erreichen müssen, um zu einer selbstbewussten Gestaltung des Themas für sich zu kommen.
Und da kann ja jetzt schon mal jeder in sich gehen, wie weit er da ist. Also im BBE, in der Mitgliedschaft, ist es extrem unterschiedlich verteilt. Es gibt natürlich da jede Menge Digital Natives, also so wie Better Place und andere. Die sind sozusagen überhaupt erst durch digitale Themen entstanden. Es gibt aber auch viele andere Organisationen, die da eben nicht rein geboren wurden, sondern die schon sehr alt sind, sehr lange schon im Feld unterwegs sind und die tatsächlich im digitalen Feld sich zurechtfinden müssen. Und das hat als erstes immer was mit Kompetenz zu tun. Das wäre so ein Beispiel für eine These. Und eine These verlangt ja eigentlich immer nach einer Antithese. Und das wäre in dem Fall die Behauptung, dass es sowas sehr wohl gibt. Und wenn das aber einer sagt, also das stimmt nicht, was ihr sagt, in Deutschland fehlt überhaupt nicht die digitale Denkweise, dann sind wir froh über Beispiele, etwas weitere Ausführungen der Argumente und eine Diskussion, bei der dann am Ende rauskommen soll, was müsste denn getan werden, damit das Digital Mindset besser ist, fester ist, souveräner ist oder wie auch immer. So, das wäre so das Beispiel für das Themenfeld digitale Kompetenz. Wir haben hier so eine erste Frage aus dem Chat, die ich mal an der Stelle reinspielen würde. Erik fragt, gestalten finde ich gut, aber was heißt das eigentlich? Jetzt ist so ein bisschen vage, wie wir die Frage, auf was wir die genau beziehen sollen. Aber wenn es jetzt darum geht, hier, sag ich mal, um Digital Mindset und digitale Kompetenz, was könnten denn da Beispiele sein? Ja, am besten greife ich es gleich auf, ne, damit es ein bisschen lebendiger wird. Also gestalten bedeutet, selbstbewusst zu entscheiden, welche Kompetenzen ich eigentlich brauche und welche nicht. Also unsere Erfahrung ist, dass dieser ganze digitale Wandel eigentlich so verläuft, es gibt irgendwelche Trends und Techniken und Tools, die kommen in die Welt und es gibt dann auch gleich immer eine gewisse Avantgarde, die das dann benutzt oder dieses auf keinen Fall benutzt und dann sagt, so, das muss man so machen. So, als jemand, der nicht über ausreichend Urteilsvermögen verfügt, der kann dann eigentlich nur entscheiden, mache ich da jetzt mit oder nicht? Meistens macht man mit. Ne? So war es bei den Social Media, da hat man dann einfach irgendwann mitgemacht, weil alle hatten eine Facebook-Seite, also brauche ich auch eine. Und gestalten würde aber bedeuten, dass ich aus meiner Fachlichkeit heraus überlege, was genau ich eigentlich von den Tools erwarte und sozusagen nicht die Tools definieren mich, sondern ich definiere, was ich genau brauche. Und dann hätte ich für mich eine selbstbewusst gesetzte Kompetenz, wo ich sagen kann, ich möchte darüber etwas wissen, weil ich das für meine Arbeit brauche, aber das andere brauche ich eigentlich nicht. Und dazu, das ist eben sehr voraussetzungsvoll, dazu, um das beurteilen zu können, braucht man eben schon sehr viel digitale Kompetenz. Dankeschön. Ja, dann komme ich zum zweiten Themenfeld der Organisationsentwicklung. Noch eine Anmerkung zu der These davor mit dem digitalen Mindset. Da gibt es bis jetzt bei uns auf der Plattform unter der Thesendiskussion im Auftaktraum gibt es schon eine spannende Antithese oder einen spannenden Beitrag eines Nutzers. Also da lohnt es sich reinzugucken. Ja, also das Themenfeld 2 Organisationsentwicklung behandelt die Frage, ob die Digitalisierung als Antriebsmotor für Veränderungsprozesse funktionieren kann. Und das möchte ich an unserer einen These erläutern und die lautet, es fehlen klare Vorstellungen und Ziele für Strategiebildung im digitalen Wandel. Wie wir ja eigentlich alle wissen, bedeutet die Digitalisierung weit mehr als nur die Hinzunahme technischer Hilfsmittel, also nicht nur Tools, sondern sie verändert eben grundlegend die Prozesse und Strukturen innerhalb zivilgesellschaftlicher Organisationen, also hinsichtlich der Organisationskultur, der Arbeitsweise oder auch der Kommunikation. Und bisher hat man das Gefühl, dass Organisationsentwicklung, also dass die Digitalisierung eher von wirtschaftlichen Akteuren zielführend für ihr Unternehmen genutzt wird und das Thema aber im Bereich bürgerschaftliches Engagement bisher noch wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, wofür es natürlich verschiedene Gründe gibt. Dabei kann aber eben die Digitalisierung, wenn man sie strategisch adressiert, im Besonderen für die Zivilgesellschaft wichtige Potenziale bereithalten. Und in Abgrenzung zur digitalen Kompetenz, was Serge gerade erläutert hat, handelt es sich hierbei eben nicht um einen individuell leistbaren Beitrag,
sondern um einen allumfassenden organisationsstrukturellen Prozess. Und damit kann man eben auf prozessgesteuerte Reaktionen, die durch die Digitalisierung entstehen, besser reagieren. Wir vertreten eben die These, dass eine Organisation besonders die Digitalisierung im Organisationsmanagement nutzen kann. Ja, soweit zur Organisationsentwicklung. Ich speise mal zwei Kommentare aus dem Chat ein. Der erste Kommentar zeigt, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere, dass das Themenfeld 1 und das Themenfeld 2 total verbunden sind. Nämlich Asif schreibt, wie man, das gehört ins Learning- und Development-Curriculum von Unternehmen, nämlich wie man ein digitales Mindset entwickeln kann. Seiner Erfahrung nach fehlt es schlichtweg an Wissen. Ohne einen Basiswissensstand kann sich kein Mindset entwickeln. Also da haben wir schon Organisationsentwicklung, sage ich jetzt mal, und Kompetenz, Digital Mindset direkt verbunden. Und Hans-Günther Meyer schreibt, was machen Sie mit den smarten Patienten, die bereits einen Digitalisierungsschritt weiter sind? Also diejenigen, die schon auf dem Weg sind. Ja, zu der Frage von Hans-Günther Meyer die sind auch angesprochen durch unser Projekt und auch durch unsere Plattform, weil wir auch viel von diesen smarten Patienten, wie sie sich betiteln, lernen können. Und dafür ja auch unser Projekt da ist, dass die weniger digitalisierten Akteure und die mehr digitalisierten Akteure sich austauschen auf der gleichen Ebene und man voneinander lernen kann. Und dass die Themen nicht total abgegrenzt sind, das stimmt natürlich, aber so für die Diskussion brauchten wir eben natürlich irgendwie Themenfelder, die natürlich auch miteinander verbunden sind. Ja. Also ich würde vielleicht noch ergänzen, wenn ich darf. Also unsere Idee ist, dass man versucht, gerade in diesem Themenfeld eine neue Diskussionskultur zu etablieren, weil die Beobachtung, die kennt ja jeder. Es gibt die Leute, die kennen sich mit Digitalem sehr gut aus und andere, die sich weniger gut auskennen, die lassen sich davon meistens einschüchtern, weil eben sozusagen der gekonnte Umgang mit diesen Tools und überhaupt mit den ganzen smarten Oberflächen und Geräten, der nötigt eben Leuten, die das nicht können, einen gewissen Respekt ab. Und deswegen trauen die sich dann oft nicht, tatsächlich auf Augenhöhe mit den anderen in die Diskussion zu gehen, weil die anderen definieren, ja, das und das sind jetzt die Tools, die sind angesagt und nutzen das und die anderen glauben dann, die müssen das auch machen. Und wir versuchen jetzt, die Organisation des BWE, aber auch andere, das ist nicht aufs BWE begrenzt, dazu zu bringen, aus ihrer Fachlichkeit heraus zu definieren, was sie eigentlich genau benötigen oder was sie mit dem digitalen Wandel anfangen wollen, weil man dann, glaube ich, zu einer anderen Diskussion kommt. So wie wenn man eine Homepage baut, dann fängt man auch nicht an mit der Frage, wo muss es blinken, welche Farbe, sondern man fragt sich eben, was will ich überhaupt damit erreichen und wie kann das mit unserer Fachlichkeit, unserer Tätigkeit in Einklang gebracht werden. Und unsere Idee ist jetzt, dass man sich vielleicht eine Plattform schafft, wo sich Leute mit ganz unterschiedlichen Kenntnisständen begegnen und in den offenen Austausch gehen und dann auch wechselseitig voneinander lernen können. Dankeschön. Okay, dann würde ich gleich zum dritten Themenfeld übergehen. Das hatte ich schon anfangs vorgestellt, Datenschutz und Datensicherheit. Das ist natürlich ein weites Feld, aber das ist im Laufe der Zeit, glaube ich, auch immer wichtiger geworden. Also viele gemeinnützige Organisationen sind schon seit vielen Jahren bei Facebook und Twitter unterwegs und bei anderen solchen Tools und Social Media, wo man aber irgendwann im Laufe der Zeit und der zunehmenden Skandal und Skandälchen aus USA zunehmend skeptisch geworden ist bezüglich der Datensicherheit. Also wenn ich die ganze Zeit eben diese Medien benutze, dann sind also meine Daten eben dann irgendwann auch auf kalifornischen Servern. Und da könnte man sagen, gut, bestimmte Daten sind nicht so wichtig, aber es ist, glaube ich, zumindest eine äußerst brisante Angelegenheit, wenn man sich anschaut, wie Facebook, Twitter und andere Social Media mit den Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer umgehen. Und so ist das Thema immer wichtiger geworden.
Unsere These ist aber, dass es eben in dem Bewusstsein noch nicht sicher, nicht ausreichend angekommen ist. Deswegen die eine These von mehreren, dass die das digitale Sicherheitsbewusstsein und vor allen Dingen das daraus resultierende digitale Sicherheitsverhalten bislang zu wenig ausgeprägt ist. Und das hat teilweise mit fehlendem Wissen zu tun, teilweise aber auch mit einer gewissen Achtlosigkeit und Fahrlässigkeit im Umgang mit Daten. Das ist letztes Jahr sicher auch noch mal ein bisschen verändert worden durch die Datenschutzgrundverordnung. Aber ich glaube, hier liegt noch vieles im Argen. Und wir wollen das sehr weit diskutieren. Also angefangen von Sicherheitseinstellungen und Tools, die man benutzen sollte oder auch nicht, bis hin zu der Frage, ob es nicht auch digitale Alternativen geben kann. Also ob man nicht tatsächlich andere Möglichkeiten, andere Tools, andere Server und andere Unternehmen ansteuern müsste, um tatsächlich ein bisschen unabhängiger zu werden von diesen riesigen Datenkraken. Das sind so ein paar Themen in diesem Feld. Und die zentrale These ist eben, dass das Sicherheitsbewusstsein zu wenig ausgeprägt ist. Bislang. Ja, dann komme ich zum vierten Themenfeld, last but not least, Demokratieentwicklung. Und auf der einen Seite wird die Digitalisierung ja weitläufig als Chance für die Stärkung und den Ausbau von Demokratien betrachtet. Andererseits stellt sie uns eben auch vor Herausforderungen, zum Beispiel zum Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und davon können Organisationen, die regelmäßig von Shitstorms und Trollen überzogen werden, ein Lied singen können. Und deswegen ist eine unserer zentralen Thesen, dass jede gemeinnützige Organisation für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Schutz der demokratischen Grundordnung verantwortlich ist. Und daraus ergeben sich aus unserer Sicht für die Zivilgesellschaft und das bürgerschaftliche Engagement zentrale Fragen, die einer Antwort oder zumindest einer proaktiven und kritischen Auseinandersetzungen, wie wir finden, bedürfen. Also das wären Fragen wie, welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf demokratiestärkende Prozesse? Welche Herausforderungen ergeben sich diesbezüglich für die organisierte Zivilgesellschaft? Und wie können sich diese Organisationen den digitalen Raum für sich zunutze machen, um die Verfassung zu schützen und um Partizipationsprozesse zu gestalten oder Teilhabe zu ermöglichen. Und das sind Fragen, mit denen sich das bürgerschaftliche Engagement befassen muss. Und damit meinen wir nicht die Organisationen, die sich sowieso schon für dieses Themenfeld engagieren oder innerhalb dieses Themenfelds bewegen, sondern wir meinen damit dezidiert die gesamte engagierte Zivilgesellschaft, also vom Sportverein über den Kulturverein bis zu den Wohlfahrtsverbänden. Und wir sehen eben die Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Demokratieentwicklung von zentraler Bedeutung an, um die Chancen und die Herausforderungen der Digitalisierung demokratisch gestaltend und aber zeitgleich auch achtsam reagieren zu können. Super, vielen Dank. Wir haben jetzt ein paar Sachen im Chat, die aufgelaufen sind, ein paar Fragen, die ich gerne einbringen würde bei der Gelegenheit. Und da merkt man schon, dass wir auf so ganz verschiedenen Ebenen diskutieren können, jetzt hier in dieser Session und ihr dann going forward sozusagen in dem Projekt auch auf ganz verschiedenen Ebenen wahrscheinlich unterwegs seid. Das eine ist die Ebene, wie dieses Projekt, also wie euer Projekt, wie das Forum an sich funktioniert und ob es da vielleicht irgendwelche, also dass da kritische Rückfragen gibt und Möglichkeiten, das vielleicht auch noch anders zu denken. Also ganz konkret fragt Asif, dass warum sozusagen jemand, der sich selber vielleicht noch nicht ganz so fit fühlt in der Digitalisierung, da in der Plattform anmelden sollte und jetzt ohne konkrete Motivation seine Zeit damit verbringt, dafür nutzt, sich hier einzubringen. Das ist mal so auf der Ebene, funktioniert dieses Projekt, wie gut funktioniert das Projekt. Dann gibt es inhaltliche Rückmeldungen zur Themenauswahl sozusagen, nämlich konkret schreibt, ich muss hier kurz zurück, Andrea Korn schreibt, dass die
soziales Engagement in Vereinen nachlässt und wie könnte digitale Transformation dabei helfen, soziales Engagement zu steigern? Also einen konkreten Themenvorschlag und diese Themenfelder, die ihr gesehen habt, das sind dann, kann man ja auch hinterfragen, ob die eben alles abdecken oder wie die zusammenhängen. Und dann ist der dritte Punkt, nämlich ganz konkret jetzt in dem Fall zum Themenfeld Demokratieentwicklung, also in einem Thema drin, inhaltliche Frage, also die sollen jetzt eigentlich NGOs, Vereine die Verfassung schützen, ist nicht völlig überzogen, was ihr hier als These formuliert habt. Das finde ich einen sehr, sehr schönen und provokanten Beitrag von Erik. Und Hendrik vom Lehm schreibt nochmal zum Datenschutz, dass Organisationen hier ganz unterschiedlich ticken. Manche machen das sehr bewusst, welche Anbieter sie nutzen und meiden vielleicht auch die großen Cloud-Anbieter, während andere das eben sehr gerne machen. Und das hängt dann eben auch vom Mindset der Organisation ab und von ihrer Prioritätensetzung. Ich finde es total spannend, dass wir auf diesen unterschiedlichen Ebenen hier diskutieren und das wollte ich deswegen auch mal so in der Fülle präsentieren. Ich glaube, wir können jetzt hier in der Session nicht alles abbilden, auch aufgrund der Interaktionsmöglichkeit über den Chat. Aber ich fände es nochmal toll, wenn ihr auf diese drei Ebenen nochmal kurz eingehen könntet. Also wie stellt ihr euch das ein Projekt vor? Wo seht ihr da die Fallstricke? Wo seht ihr da auch den besonderen Reiz für Menschen, sich im Projekt, Organisationen sich im Projekt einzubringen? Und wo können Organisationen sich vielleicht auch einfach das als Anregung sehen, außerhalb der Plattform in ihren eigenen Strukturen weiter zu diskutieren? Also wo seht ihr da den Link? Dann zweitens die Themenauswahl nochmal vielleicht ein, zwei Worte dazu zu verwenden. Und dann drittens, okay, innerhalb der einzelnen Themenfelder, wo könnt ihr, also da ist ja, was ich sehe da, okay, wer da pointierte Meinungen hat, muss auf jeden Fall beim Forum sich direkt anmelden, das wäre super. Aber vielleicht gibt es da auch nochmal was ihr sagen wollt zu dem, was im Chat schon lief. Also das Projekt selber, die Themenauswahl und in den Themen selber. Ich würde vielleicht zum Projekt selber noch was sagen. Also grundsätzlich ist das ein engagementpolitisches Projekt. Das BWE hat die Aufgabe, das bürgerschaftliche Engagement auf allen Ebenen zu stärken. Und unsere Konzentration liegt vor allen Dingen auf der Engagementpolitik auf Bundesebene. Das heißt, wir sind im Gespräch mit dem Bundestag und den Ministerien der Bundesregierung und den ganzen Akteuren, die da sonst noch im politischen Berlin unterwegs sind. Und wir wollen sozusagen die politische Relevanz des Themas rausarbeiten. So, das kann man aber nicht mal indem man jetzt sagt, wir wollen jetzt mal die politische Relevanz rausarbeiten. Also das ist nur eine Absichtserklärung, aber so kann man natürlich nicht diskutieren. Aber ich glaube, wenn man die Themen im Einzelnen diskutiert, dann zeigt sich die politische Relevanz. Also bei Datenschutz und Datensicherheit. Was muss eigentlich von Netzneutralität bis Netzdurchsetzungsgesetz, was muss da eigentlich geschehen? Oder bei der Frage digitale Kompetenz, wie kann man gemeinnützige Organisationen in der Projektförderung auch hier fördern zum Beispiel? Oder Stichwort Reform des Zuwendungs- und Gemeinnützigkeitsrechts, das hängt damit zusammen. Also eine ganze Menge von konkreten engagementpolitischen Themen hängen damit zusammen. Und die Schwierigkeit ist jetzt, also dass wir sozusagen, wie kann man jemanden zum Mitmachen motivieren? Wie kommt man jetzt, und das ist sicher die 100.000-Dollar-Frage, also wie kommt man jetzt von der pragmatischen Ebene, wie benutze ich Zoom, oh Gott, was mache ich in der Corona-Krise und wie funktioniert dieses und jenes, wie komme ich von dieser Ebene auf die eher grundsätzlichere Frage, was bedeutet das eigentlich für mich und meine Organisation und welche Rahmenbedingungen möchte ich gerne von der Politik in die Realität gesetzt sehen? Und um das zu erreichen, wollen wir also möglichst praktisch ansetzen. Also es ist Erfahrungsaustausch, es kann jedes Thema eingebracht werden, weil wir das eben nicht definieren wollten. Und wir versuchen es eben über viele kleine Subformate. Also wir haben uns noch wir haben so einen Redaktionsplan, wo wir dann überlegen, welche kurzfristigen Aktionen wir da alle noch machen können. Also man kann Videos einbinden, man kann kleine Workshops machen, man kann kleine Stakeholder-Gespräche machen, wir können originelle Veranstaltungsformate, wir arbeiten mit der Stiftung Bürgermut zusammen und befeuern da den Blog und so weiter. Also 1000 konkrete kleine Ansetzungspunkte in der Hoffnung, dass man
von diesen einzelnen Anknüpfungspunkten dann tatsächlich zu den engagementpolitischen Fragen kommt. Das ist vielleicht sozusagen die Frage, wie sollte das Forum aus unserer Sicht funktionieren? Also es ist keine sozusagen praktische Fortbildung, das können andere viel besser als wir, sondern es ist die Einladung, gemeinsam mit anderen darüber nachzudenken, was das eigentlich politisch, demokratiepolitisch, engagementpolitisch, datenschutzpolitisch bedeutet. Und wir versuchen sehr viele Akteure damit ins Gespräch zu ziehen und hoffen und sind gespannt, wie weit wir damit kommen. Das vielleicht zu dem einen Punkt. Dankeschön. Wir hatten ja noch die zwei anderen Punkte, die ich so ein bisschen aufgreifen wollte, nämlich, okay, Themenauswahl, das jetzt schon gesagt, Serge, dass ihr offen seid für andere Vorschläge noch. Gleichzeitig habt ihr eure Foren auch so ein bisschen in den Blick genommen und wollt da jetzt dran arbeiten. Aber in der Auftaktkonferenz, nehme ich jetzt mal an, ist auch ein guter Platz dran, sich für andere Themen oder andere Felder nochmal stark zu machen und die zu platzieren, wenn jemand da eben eine hohe Relevanz dafür sieht. Genau, das ist so ein bisschen auch Schleichwerbung für euer großes erstes Event an der Stelle. Und die inhaltlichen Positionen in den einzelnen Feldern. Also hier, Erik hat schon pointiert gefragt, warum ist das eigentlich wirklich euer Ernst? Sollen die Vereine, die Non-Profit-Organisationen hier die Verfassung schützen? Ja, da kann ich auch gerne noch was zu sagen. Also das ist natürlich ein bisschen im übertragenen Sinne gemeint. Also die gemeinnützigen Organisationen sollen die Verfassung nicht in dem Sinne tun, wie es der Verfassungsschutz, in Klammern hoffentlich, tut. Das wäre ja auch nochmal eine ganz eigene Diskussion, was die da eigentlich machen. Sondern wenn es richtig ist, dass gemeinnützige Organisationen, so wie wir sie verstehen im BBE und wie es, glaube ich, im Rahmen dieses Summit auch Konsens ist, wenn die alle ein Faible haben für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und bei aller Kritik an der Politik und am Staat und an was man sonst so monieren könnte, doch diesen demokratischen Grundkonsens teilen. Ja? Demokratische Grundwerte, bestimmte moralische Tugenden, bestimmte Umgangsformen, Kommunikationsweisen. Also wenn das Konsens ist, und das setze ich einfach mal voraus, dann wäre nach unserer Meinung auch jede gemeinnützige Organisation, egal was sie fachlich eigentlich tut, ein Stück weit mitverantwortlich dafür, dass nicht rechtsradikale Populisten und Irre, die ja im Moment wieder zuhauf auftreten im Zusammenhang mit dieser ganzen Corona-Diskussion, dass die Räume im Internet besetzen, die ja eigentlich für einen, die sich sehr gut eignen würden für einen freiheitlichen, demokratischen Austausch und so weiter. Und und jetzt ist es aber so, das ganze Feld ist extrem versäult. Der eine macht Natur und Umwelt, der nächste macht Wohlfahrtspflege, der dritte macht Kultur und der vierte sagt, wir schützen die Demokratie. Ne, die ganzen Rechtsextremismus, Präventionsprojekte, Demokratiestärkung im ländlichen Raum und so weiter und so weiter. Und das ist auch super, dass sie das tun, aber auf denen ruht sozusagen die Last. Und eigentlich müsste jede Organisation eine Strategie oder eine Haltung zu diesen Fragen haben, die auch öffentlich sichtbar ist. Das ist damit gemeint. Und insofern würde sie sozusagen den demokratiepolitischen Kern der Verfassung, den wir alle teilen, damit schützen, ohne jetzt zum Verfassungsschutz mutieren zu wollen. Und ich glaube, das ist bisher viel zu wenig ausgeprägt. Also wir im BBE haben die Diskussion auch immer wieder. Da ist so ein antisemitischer oder rechtsextremistischer Terroranschlag. Und wir überlegen dann, ja, sollen wir uns dazu jetzt eigentlich äußern oder nicht? Und im Grunde müsste es selbstverständlich sein, dass man sich dazu äußert und bei jeder passenden und auch meinetwegen unpassenden Gelegenheit klar macht, was man von diesen antidemokratischen Bemühungen, die es ja auch in der Zivilgesellschaft gibt, hält. Wenn ich da noch kurz einhaken dürfte. Wir hatten auch vor dem Hintergrund, dass man so kenne deinen Feind, wenn man sich anschaut, wie gut die neue Rechte und die extremen Rechten online netzwerken und sehr strukturiert und strategisch vorgehen. Und genau dieses Netzwerk und strategische Vorgehen würde auch dem bürgerschaftlichen Engagement oder der Zivilgesellschaft im Allgemeinen gut stehen, dass man eben den Organisationen, die sich sowieso in dem Feld engagieren, dass man denen
zur Seite eilt und gemeinsam eben auftritt, auch im Internet, nicht nur auf Demos, sondern eben auch im Netz. Und zum Beispiel, da gibt es ja auch schon Ansätze mit Love Armies und Love Storms gegen Trolls. Sowas hatten wir damit im Sinne. Wunderbar. Erik ist schon überzeugt im Sinne von, das wird interessant, da ist er dabei, das ist toll. Vielen herzlichen Dank. Eine Rückmeldung haben wir hier noch von Rudi Heberle aus dem Chat, nämlich, dass das digitale Sicherheitsbewusstsein mit den Playern in der jeweiligen Organisation zusammenhängt und es halt letztlich um die Frage geht, was ist einfach, was kennen wir so? Das ist halt oft viel wichtiger, als jetzt im Diskurs zu entscheiden, welches Tool warum wie genutzt zu werden sollte. Und gerade, also er schreibt ja über die großen Wohlfahrtsverbände, die ständig nicht DSGVO-kompatible Plattformen nutzen würden. Und dass es hier das Ziel sein müsste, Plattformen und Tools mit Open Source aufzubauen, die dann DSGVO-konform sind. Ich mache an der Stelle auch nochmal Schleichwerbung für eine Session, die morgen früh stattfindet, morgen Vormittag die erste Session, wo es genau um diese Frage von digitaler, gemeinnütziger Infrastruktur geht, die nochmal da vertieft diskutiert werden wird. Aber vielleicht könnt ihr dazu nochmal kurz was sagen, Serge und Theresa. Und dann würde ich aber auch nochmal das Wort an euch sozusagen übergeben, weil wir jetzt nach der Frage von Rudi Heberle noch keine weiteren im Backlog haben. Weil ihr hattet ja auch noch diese Idee mit der Jukebox, die könnt ihr vielleicht noch erläutern, um die letzte Viertelstunde in unserer Session zu füllen. Sinnvoll. Ja, warte mal, kannst du bitte die letzte Frage, kannst du mir das Stichwort ja, vor der genau, Jukebox? Also Rudi Heberle hatte das gesagt, dass es hier wir eigentlich ja eine digitale, gemeinnützige Open-Source-Infrastruktur bräuchten, also Plattformen und Tools, die DSGVO-kompatibel sind, statt dass wir ständig irgendwelche nicht DSGVO-kompatiblen Sachen nutzen, nur weil wir die halt kennen und keine Lust haben, uns damit auseinanderzusetzen. Rudi Heberle, ich pointiere ein bisschen. Ja, okay. Nee, genau, das ist einer der zentralen Punkte, schon vor einigen Jahren entstanden. Und ich kann mich daran erinnern, vor 3-4 Jahren, wenn man sowas gesagt hat, dann wurde man von sehr vielen Leuten irgendwie belächelt und zwar mit so einer abgeklärten Haltung, die sagte, ja, im Prinzip hast du ja recht, aber der Käse ist eigentlich gegessen. Die Schlacht ist geschlagen, die Riesen aus Kalifornien haben das ganze Feld besetzt und wenn man da nicht mitmacht bei deren Plattform, dann kommt man überhaupt nicht vor. So, und das war immer der unbefriedigende Ausgang der Diskussion. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, durch diverse Skandale und Berichterstattung, wo man eben mitbekommen hat, was eigentlich mit den Daten geschieht, also die entweder für Werbezwecke oder für staatliche Überwachungszwecke jederzeit ausgehändigt werden können, ist doch eine gewisse Sensibilität entstanden. Und diese Idee, dass man kommerzfreie, aber auch machtfreie Plattformen allgemein, also für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellt, die gewinnt an Attraktivität. Und unsere Erfahrung im BBE ist aber, die kommt nicht, also das wird nicht in die Realität umgesetzt, indem die Idee immer attraktiver wird, sondern jemand muss es diskutieren, bündeln und öffentlich sichtbar sozusagen an die Politik herantragen. Da sind wir auch nicht die Einzigen, aber wir wollen dazu beitragen, dass solche Themen eben tatsächlich dann mit mehr Power auf die Schiene gesetzt werden. Und die Erfahrung ist eben, dass die Politik da immer dann reagiert, wenn genug Akteure mit Druck auf etwas hinweisen. Und insofern ist das ganz, ganz in der Linie unserer Idee. Aber es ist eben, wenn man dann genau hinguckt, muss man dann so Fragen beantworten. Wie soll das denn eigentlich genau aussehen? Wer soll da verantwortlich zeichnen? Wer kann das benutzen? Wie sieht das genau aus mit den Open-Source-Lösungen? Also solche Dinge. Und das kann, glaube ich, sehr spannend werden, wenn man sich da mal einen Moment Zeit nimmt. Und das ist eben die Gelegenheit in so einem Forum, sich da genau drüber auszutauschen. Vielen herzlichen Dank. Ich bringe noch eins von Rudi Heberle aus dem Chat ein, nämlich, dass es ja in vielen gemeinnützigen Organisationen ganz massiv Ehrenamtliche gibt, die sich engagieren und dass die wiederum faktisch ihre Zeit für diese Aufgaben, für die sie sich engagieren wollen, nämlich für die Fachlichkeit, wie du es beschrieben hast, Serge, ich packe das mal zusammen, verwenden wollen und müssen und dass sie sich natürlich immer dann fragen müssen, wie viel nicht Fachliches sie leisten können, also das zusätzliche Engagement zum Beispiel in Sachen Demokratie oder gegen Antidemokraten oder jetzt meinetwegen vielleicht auch in Sachen Datenschutz, das muss ja irgendwo herkommen, Hauptamtliche werden immerhin dafür bezahlt. Ob sie die Zeit dafür haben, ist nochmal eine andere Frage.
im Gegensatz zu Ehrenamtlichen. Also Achtung, Zeit und Kompetenz, Zeit ist Geld sozusagen und Ressourcen sind ein großes Thema, das haben wir auch schon immer wieder diskutiert. Ich würde da gerne, also das wollte ich nochmal kurz einspeisen und wollte aber selber noch anfügen, nutze mal kurz meine inhaltliche, einen inhaltlichen Beitrag zu machen, die Diskussion an die Politik ranzutragen und an die Forderungen ist ja die eine Seite der Medaille sozusagen, aber ich sehe schon auch das Forum Digitalisierung und Engagement als eine Möglichkeit für Drive innerhalb der Mitglieder des BBEs oder der Diskutanten auf dem Forum zu sorgen, die wiederum in ihren jeweiligen Organisationen diese Diskussion eigentlich auch führen müssten, um dort für Bewegung zu sorgen. Also sozusagen, ja klar, nach oben hin, ja, oder zum anderen, zur Gegenseite, zur Politik oder zur Wirtschaft, aber eben auch in die eigenen Organisationen hinein, weil nur dort können ja auch manche fachlichen Diskussionen geführt werden, die, wenn man sie auf der abstrakten obersten Ebene führt, vielleicht auch zu abstrakt werden und zu sehr verwässern und nicht mehr konkret genug sind und gar nicht in konkrete Aktionen sich übersetzen können. In den jeweiligen Organisationen ist auch total viel Handlungsspielraum. Genau, jetzt würde ich aber euch, glaube ich, nochmal bitten, diese Jukebox-Idee nochmal aufzugreifen. Ja, kann ich gerne machen. Vielleicht noch ein Satz zu den Ressourcen. Also das könnte jetzt zum Beispiel eine Handlungsempfehlung oder Forderung sein, dass man gemeinnützige Organisationen auch eben befähigt, sich um solche Dinge zu kümmern, indem man zum Beispiel sagt, bei Projektförderung, also da gibt es immer so einen Overhead-Posten und jetzt gibt es noch eine Digitalisierungspauschale obendrauf, so und so viel Prozent von der Fördersumme. XY muss man eben diskutieren. Und davon, dadurch kann die Organisation entweder jemanden damit betrauen oder sich Expertise einkaufen. Also so in die Richtung könnte man das diskutieren, um es eben von dem Ideellen, ja, es wäre schön, auch zum konkreten Tun zu bringen. So, und was die Innenwirkung angeht, also das hätte ich jetzt nicht schöner sagen können als du, Michael, die natürlich erhoffen wir uns auch, dass ein Impuls sozusagen in die Mitgliedschaft des BBE geht, um sich mit diesen Dingen intensiver auseinanderzusetzen. So, die Jukebox, ja, kennt vielleicht jeder noch, ne? Also in manchen Kneipen steht heutzutage noch eine Jukebox. Das ist so ein seltsamer Musikapparat. In meiner Kindheit stand er in jeder Kneipe und ihr habt da auch diverse D-Mark noch damals versenkt. Da konnte man also eine Mark reinwerfen oder einen Euro heute und dann drückt man auf irgendeine Tasse D7 und dann kommt ein bestimmter, die Jukebox legt dann diese Platte auf. Und die Idee ist, virtuelle Jukebox, also jeder, der jetzt Lust hat und dem was einfällt, der wirft irgendeinen Begriff, Gedanken, Sinnschnipsel rein. Also das ist sozusagen der Tastendruck und wir müssen dann darauf reagieren, indem wir uns dazu verhalten. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Man kann auch weiter normale Fragen stellen, aber es war halt so eine Idee im Verfolg der Frage, wie man so eine Session ein bisschen lustiger machen kann. Eigentlich wolltet ihr ja vom BBE aus auch ein Debattentheater machen. Ja, also ihr hattet schon eine richtige Dramaturgie für den analogen Digital Social Summit vorbereitet. Debattentheater online, das haben wir nicht hingekriegt oder ihr nicht hingekriegt. Das ist dann die nächste Stufe. Aber jetzt gibt es einen ersten Input. Big Blue Button für alle. Serge. Fällt dir das sowas ein? So ein Big Blue Button? Ja, immer her damit. Wenn es möglich wäre das eine sehr gute Variante tatsächlich. An manchen Hochschulen scheint es schon sehr gut zu funktionieren. Und das wäre zum Beispiel eine Handlungsempfehlung, die eventuell bei uns am Ende rauskommen könnte, dass man durch die öffentliche Hand sowas unterstützt. Und dass man dann sich nicht mehr mit Datenschutz Fragen rumschlagen muss, sondern die Sachen mit gutem Gewissen benutzen kann, innerhalb des bürgerschaftlichen Engagements. Nicht schlecht, Theresa, nicht schlecht. Silicon Valley wird hier nochmal in einem inhaltlichen Beitrag genannt, ich nehme das als Lückenfüller. Silicon Valley und es gibt immer eine Möglichkeit zum Abbiegen. Ja, das ist theoretisch richtig, aber ich habe es ja eben gesagt, in der Praxis wird es eben oft nicht gemacht, es wird eben nicht abgebogen, sondern eingebogen. Und es ist wirklich die Frage, kann es eine umfassende Social-Media-Landschaft geben, die Angebote bereithält, wo der Einzelne
also nicht nur der einzelne User oder die Userin, sondern auch die Organisation sagen kann, wir wollen aus mit guten Gründen dieses und jenes Tool nicht nutzen. Wir wissen aber, es gibt Alternativen mit Servern, die in Europa stehen, und die nutzen wir und fördern wir. Und die werden ihrerseits wiederum, sind die auch nicht auf Kommerz getrimmt, sondern die sind quasi, früher hätte man gesagt, öffentlich-rechtlich organisiert und für gemeinnützige Organisationen oder überhaupt für gemeinwohlorientierten Austausch. Und so wie es aber im Moment ist, gibt es eben tatsächlich keine richtig guten Alternativen. Also es gibt zwar welche, aber die sind eben sozusagen, die sind so wenig genutzt, dass man als Organisation nicht rein darauf setzen kann. Und deswegen haben wir eben alle Twitter und Facebook und so weiter, auch wenn die jungen Leute Facebook ja irgendwie nicht mehr so benutzen. Aber sozusagen in diesem Business ist es wichtig und das ist problematisch, weil, also man kann es verdrängen, man kann eine fatalistische Haltung dazu haben, aber es ist wirklich schwierig, die ganze Zeit zu wissen, das ist eigentlich nur eine reine Werbemaschine, Facebook jetzt zum Beispiel, und der NSA und andere Geheimdienste, das ist ja keine Verschwörungstheorie, das wissen wir, dass es so ist, kann darauf jederzeit zugreifen. Das finde ich sehr problematisch. Nächster Punkt, Public Money, Public Code. Amen, würde ich dazu sagen. Man soll ja nicht immer so allem zustimmen, aber ich denke mal, dass Katrin damit Open Source meint, und ich glaube, damit wären viele unserer Probleme mit Datenschutz und auch Finanzierung und Sicherheit wären damit weniger gravierend. Also auf jeden Fall Open Source, immer mehr und gerne auch deutschlandweit, gerne europaweit. Cool. Dann offene Daten für Menschen, die diese produzieren. Meine Daten, genau. Aber wie Menschen befähigen, diese zu nutzen, sagt Sophie Brandt. Ja, da sind wir wieder beim Thema Kompetenz. Also ich selber komme jetzt aus der Gutenberg-Galaxis also aus der Welt der Bücher und Druckschriften und musste im Laufe meiner biografischen Entwicklung und beruflichen Entwicklung mehrmals draufsatteln und laufe eigentlich immer hinterher. Das ist sozusagen meine zentrale Erfahrung, dass ich im digitalen Wandel immer hinterherlaufe. Und ich weiß auch, ich will jetzt nicht das BWE schlecht machen, aber da gibt es auch viele Leute, denen geht es genauso. Und die wären gerne auf der Höhe, dass sie damit umgehen können. Und ich glaube, dass das möglich ist, erstmal eine Diskussion zu führen, wo man die Ängste abwirft und sagt und auch sich traut zu sagen, das und das kann ich einfach nicht. Ich möchte es aber gerne können und ich möchte mich mit den Leuten austauschen, die das besser können als ich. Und dafür kann ich denen vielleicht was anderes mitgeben. Und alle gemeinsam können wir aber sagen, also wir fordern von der öffentlichen Hand, dass sie diese Räume fördert, so wie sie ja auch Straßen baut und Eisenbahnverbindungen und Spielplätze und sonst was. In diesem Spirit soll dieses Projekt laufen. Super. Jetzt haben wir einen lebendigen Chat gerade. Das ist sehr, sehr schön. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, dass eure Punkte, die ihr gemacht habt, Leute dazu anregen, dass sie weiterdenken und das mitnehmen. Wir müssen aber gleichzeitig auch so ein Stück weit auf die Zeit achten. Und ihr wollt, glaube ich, auch noch einen kleinen abschließenden Werbeblock machen für das, was jetzt noch konkret kommt in den nächsten Schritten. Dicke Bretter bohren ist angesagt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Zusammenfassung für das, was wir diskutiert haben und was im Chat auch noch zusätzlich aufgeworfen wurde an Leistungsverbänden, an Leistungsvereinbarungen der Wohlfahrt, Open Source, an die Richtung und so weiter. Also zeigt, wir haben alle auch eine ganz schöne Macht, aber um die zu nutzen, müssen wir halt auch dicke Bretter bohren. Jetzt Wort nochmal rüber zu euch, Theresa und Serge. Wie geht es denn konkret weiter? Abschließende Statements von euch. Ja, bevor Theresa die konkreten Punkte nennt, vielleicht nochmal mein Appell. Also diese Diskussion, die wir wollen, die ist also auch für das BBE experimentell, weil die Themen, die wir vorgestellt haben, sind nur Vorschläge. Und man kann auch über andere Dinge diskutieren und es soll möglichst lebhaft werden und möglichst viele Leute sollen sich daran beteiligen. Und das dicke Brett braucht eben auch einen dicken Bohrer mit viel Kraft.
Und den versuchen wir mit anderen zu konstruieren. Und ich kann dazu nur einladen und freue mich auch sehr, dass es offensichtlich Interesse gibt. Das hatten wir hatten schon viele Vorgespräche, wo es auch immer Interesse gibt, aber immer auch die Frage, ja, wie wollt ihr das machen? Gerade das Digitale ist so immer so konkretistisch und pragmatisch. Da will doch keiner über grundsätzliche Fragen diskutieren. Und wir halten aber daran fest und versuchen, möglichst lebendige Formen zu finden. Und die nächsten Formen, also wie es jetzt sozusagen mit Formaten weitergeht, das wird Theresa noch mal vorstellen. Genau, also zum Abschluss bleibt mir noch mal der Werbeblock. Zum einen der Aufruf zur aktiven Beteiligung auf unserer Plattform, weil die eben nur gelingen kann und den Ansprüchen gerecht werden kann, wenn da sich viele Menschen darauf bewegen und eine Diskussion entsteht. Da kann ich euch auch noch den Link in den Chat posten. Und dann haben wir jetzt seit vorletzter Woche ein neues Format, also für uns neues Format gestartet, einen Coffee Talk. Der findet jetzt immer mittwochs alle zwei Wochen um 16 Uhr statt. Kann man sich anmelden über Eventbrite. Das ist einfach eine virtuelle Kaffeepause alle zwei Wochen mit offenen Themen. Da kann man sich einfach dazuschalten und darüber reden, über was man möchte. Natürlich idealerweise was mit Digitalisierung zu tun hat. Und man kann auch auf unserem Portal, gibt es auch einen Coffee Talk, Ideenmanagement, wo man Themenvorschläge auch reinposten kann. Und dann heute in zwei Wochen, beginnt unsere digitale Auftaktkonferenz. Die hätte eigentlich im April stattfinden sollen, ganz klassisch analog. Die musste natürlich abgesagt werden und die haben wir jetzt ins Digitale verlegt. Und die wird vom 15. bis 19.06. stattfinden. Anmelden kann man sich auch über Eventbrite. Und keine Angst, es ist nicht jeden Tag 8 Stunden, sondern wir haben es deswegen auf 5 Tage rausgezogen, damit man eben nicht so lange vor dem Laptop steht. Montag ist ein bisschen länger von 10 bis 14.45 Uhr und Dienstag bis Freitag immer 10 bis 12 Uhr mit Workshops. Es wird eine Podiumsdiskussion geben, eine Keynote, Begrüßungen, also auch klassische Elemente einer Konferenz. Und wir sind schon sehr gespannt, wie das funktionieren wird und freuen uns auf Ihre Teilnahme. Und Kontaktmöglichkeiten erreichen tun Sie uns immer unter unserer info@forum-digitalisierungs-E-Mail und gerne auch per Kontaktformular bei uns auf der Seite, wo man auch Lob und auch Kritik gerne äußern kann. Ja, das war's von uns. Ein bisschen Kritik gibt es auch schon aus dem Chat, nämlich Eventbrite. Warte mal, die sitzen doch auch in den USA. Die Konferenz soll, glaube ich, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, per Zoom stattfinden. Ja. Richtig, da sieht man mal, es ist halt gar nicht so einfach, das gut hinzukriegen. Und auch das BBE lernt dazu in diesem Projekt und analysiert viele Dinge kritisch. Aber perfekt ist halt niemand. Erste Schritte sind vielleicht das, was zählt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei allen, die mitgemacht haben. Also erstmal an alle, die zugeschaut haben, die im Chat mitgeschrieben haben und vor allem natürlich an euch, Serge und Theresa, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg für die weitere Arbeit im Projekt und bei der Digitalisierung des BBEs ganz allgemein, sag ich mal. An alle, es lohnt sich jetzt wieder rüberzuschalten in den TV-Stream, denn dort findet gleich unser Wohnzimmerkonzert statt. Und für alle, die jetzt heute genug von Zoom oder Livestream und so weiter haben, die bitte ich drum, morgen um 10 Uhr geht's weiter, schaltet euch dann wieder ein. Marina Weißband ist dabei mit einer Keynote. Es gibt spannende Sessions zum Digitalreport 2020, zu politischen Forderungen, haben wir gerade schon angerissen, zu Datenschutz, Open Data, digitale Learnings aus der Corona-Krise. Also es ist eine ganze Fülle an Informationen dabei. Macht mit und könnt auch jederzeit weiter noch rüberschalten in den Slack-Channel und dort im Coffee-Table euch noch weiter vernetzen. Da gibt es auch sowas. Und genau, bleibt dabei. Ich freue mich, euch jetzt beim Wohnzimmerkonzert sozusagen noch so ein bisschen virtuell mitzuerleben und wünsche allen einen schönen Tag und gute Arbeit und hohen Wirkungsgrad bei der Digitalisierung in allen Kontexten. Macht's gut. Ciao.